Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück bei Nerd von Medizin. Remote aus Pandemiegründen. Hallo, Philipp. Und wir sind im zweiten Teil unseres Intensivtransportvideos. Und heute soll es gehen, in einem noch schnelleren Ritt, um die kleine Intensivmedizin on the road, nämlich unser Intensivtransport-ABC. Was das bedeuten soll, muss euch Philipp erklären, weil ich weiß es nicht. Ja, ich habe mir überlegt, wenn man so die Intensiv Medizin, die man auf so einem Transport eben macht, irgendwie strukturieren will, dann bietet sich doch das ABCDE-Schema an, weil das hängt eben zum Hals raus und dann kann ich es ja auch nochmal missbrauchen für meine Zwecke. Ausgezeichnet. Philipp, lass mich raten, womit du anfangen willst. Du willst anfangen mit A wie Atemweg. Critical Bleeding. Nee, natürlich, wir hatten Weg. Critical Bleeding haben wir, wenn wir die ECMO-Kanüle rausziehen, ne? Dann. Das stimmt, ne? Und dann wäre das tatsächlich auch das Wichtigste, was wir zuerst mal machen sollten, ECMO-Kanüle abkennen. Aber genau, A wie Atemweg. Also wenn ich jetzt einen Intensivpatienten habe auf meinem Transport, dann sollte ich mich fragen, wie ist denn eigentlich die Atemwegssituation? Ist der jetzt gerade genifft? Ist der sehr, sehr schlecht genifft und eigentlich total im Anschlag? Und wenn der sich jetzt noch ein Quäntchen respiratorisch verschlechtert, dann muss ich ihn intubieren. Das sind Patienten, bei denen sollte ich zumindest wissen, was ich tue und zumindest auf die Intubation gut vorbereitet sein, wenn nicht schon am Beginn des Transportes den Patienten in sicheren Gewässern eben intubieren. Dazu sollte ich wissen, wenn der Patient einen schwierigen Atemweg hat oder wenn der Tubus rausrutschen sollte und ich dann wirklich ein ernsthaftes Problem habe, dann sollte ich mich nämlich schon mal darauf vorbereiten und mir vielleicht die Materialien dafür mitnehmen oder zumindest hinlegen, dass sie in Reichweite sind. Und zuletzt ist es so, Intensivpatienten auf so einer ruhigen, netten Intensivstation, die sind natürlich schön sicher in ihrer Umgebung. Aber eine Tubusfixierung, die auf der Intensivstation hält, die muss nicht unbedingt auch auf dem Transport halten. Das heißt, schaut da einfach nochmal gut drauf, ist das wirklich so fest, wie ihr das gerne haben wollt, oder muss man da vielleicht nochmal irgendwie nachfixieren? Und dann ist der Atemweg auch schon ganz safe, muss man sagen. Okay, ich finde gerade das mit der Tubusfixierung einen wichtigen Punkt, weil es eben genau völlig was anderes ist, wenn der dann unbewegt in seinem Intensivbett liegt oder geplant gelagert wird, als wenn er da durch Stock und Stein rattert. Okay, ich vermute wiederum ein Wild Guess. Jetzt geht es um die Beatmung. Korrekt. Und da muss man mal ganz zuerst damit anfangen, dass man natürlich immer das allerbest verfügbare Transportbeatmungsgerät mitnehmen sollte. Das heißt, lasst euch nicht von irgendjemandem überreden, der dann sagt, na, du, das moderne Gerät da bin ich nicht so gut drauf eingewiesen oder so. Also ein Intensivpatient, der sollte nicht von irgend so einer 10 Jahre alten Luftpumpe beatmet werden, sondern sollte wirklich ein sehr gutes Beatmungsgerät mit vielen verschiedenen Beatmungseinstellungen nehmen, denn genau für solche Patienten ist das essentiell wichtig. Und gerade dann, wenn die vielleicht ein schweres ADS haben, dann ist das nichts für ein altes Beatmungsgerät mit nur 3 Drehreglern dran. So, das mal vorweg. Und dann sollte man sich überlegen, Intensivpatienten, die werden häufig im Weaning assistiert beatmet. Wenn der Patient jetzt mitten im Weaning ist und ist assistiert beatmet, dann solltet ihr euch kurz mal bei der Übergabe am besten schon am Anfang darüber informieren, wie das so funktioniert. Und wenn ihr dann hört, naja, der atmet jetzt schon die letzten 24 Stunden vollkommen adäquat assistiert, dann kann man das sicherlich auch vom Transport weiterführen, wenn das Beatmungsgerät das hergibt. Wenn ihr aber hört, naja, den haben wir jetzt vor 10 Minuten auf assistiert umgestellt und davor hat das schon mal 5 Minuten lang geschafft, da musste man wieder umstellen, dann würde ich ihn jetzt auch eher wieder auf den kontrollierten Beatmungsmodus wechseln. Okay. So. Und jetzt gibt es so ein paar Beatmungsprobleme, auf die man sich vorbereiten sollte. Und bevor ich jetzt weiterrede, welche Beatmungsprobleme das so sein könnten, das Wichtigste ist eigentlich, dass man den Beatmungsbeutel immer in Reichweite ausgepackt und am besten an den Sauerstoff angeschlossen schon bereit liegen hat. Denn wenn ihr Probleme mit dem Beatmungsgerät habt, das kann immer mal passieren auf dem Transport, da wackelt es viel, ne, da kann auch das Beatmungsgerät mal irgendwie ausfallen und irgendwelche Spirenzchen machen, dann nehmt ihr den Patienten einfach an den Beutel. Aber dazu hast du ja ein getrenntes Video mal gemacht mit Dope und Hand. Das verlinken wir wieder irgendwo. Ja. Und
Welche Beatmungsprobleme gibt es jetzt intensivmedizinisch spezifisch? Also das Wichtigste ist wahrscheinlich das Pressen. Für die, die es noch nicht kennen, ist es so, wenn Patienten nicht tief genug sediert sind, dann fangen sie an, gegen das Beatmungsgerät zu atmen. Und das nennt man Pressen. Und dann ist es so, dass die teilweise so sehr entsättigen können, dass sie auch mal einen Herz-Kreislauf-Stillstand haben. Wenn man das noch nie gesehen hat, dann ist man total überrascht und erkennt das vielleicht auch erstmal gar nicht so. Aber was sollte man machen, wenn der Patient presst? Entweder die Sedierung vertiefen oder aber den Patienten im Notfall auch relaxieren. Das geht natürlich nur, wenn er einen kontrollierten Beatmungsmodus hat. Auch da finde ich, Aber ist die Intensivpflege oder halt die abgebende Station oft ein guter Tipp, wenn die sagen, also bei jedem Lagern müssen wir den dreimal relaxieren, weil der so presst, ist es was anderes, als wenn die sagen, ach nö, das macht er eigentlich super mit der Sedierung, der schnauft brav dahin. genau, und dann gibt es noch einen wichtigen Punkt, der Piep. Der Piep hält für Intensivpatienten häufig die Lungen offen. Das heißt, wenn ich den Piep wegnehme, dann fallen die Atelektasen zusammen oder dann bilden sich Atelektasen, die Lunge fällt zusammen und der Patient wird ganz schnell sehr schlecht. Wenn der Patient jetzt einen Piep von 10 hat oder sagen wir mal einen Piep, der größer ist als 6 oder 7, ne? Dann sollte ich den Tubus immer abklemmen, wenn ich irgendwie das Beatmungssystem öffne. Sonst geht der Piep ja verloren. Und daran sollte man einfach denken, ne? Weil sonst denkt man sich, naja, das ist genauso wie bei jeder Reha, jetzt mache ich mal hier an und ab und dann mache ich mal vielleicht den Tubus, diskonnektiere ich mal ganz, damit ich besser reinsaugen kann. Das sollte man bei Intensivpatienten auf keinen Fall machen, sondern man sollte echt darauf achten, dass möglichst konstant der Piep und die Beatmungsdrücke gehalten werden. Und das war es eigentlich auch schon so zu B. Aber nochmal der Hinweis: eine intensivmedizinische Beatmung, die braucht eine ganze Menge Sauerstoff. Das heißt, habt einfach auch den Sauerstoffvorrat im Blick. Okay, guter Punkt. Wir gehen jetzt zum Thema C, Kreislauf. Das ist ja was, was auf Intensivstationen ganz normal ist, was wir aber präklinisch ehrlicherweise ziemlich selten haben, nämlich ein oder mehrere Katecholamine per Perfusor, teilweise auch hochdosiert laufend. Was ist da wichtig für mich, wenn ich da so jemanden habe in meinem Auto? Genau. Also gibt es ein paar Punkte, die man wissen sollte. Ich würde erstmal empfehlen für Leute, die jetzt sagen, oh, Perfusoren, das ist so gar nicht mein Thema. Da haben wir ja auch mal ein Video zu gemacht, das sollte man sich dann so mal vorab anschauen. Generell ist es so, wenn Patienten, Intensivpatienten Katecholamine bekommen, dann werden die häufig durch Trägerlösungen eingestemmt. Trägerlösungen bedeutet, das Katecholamin läuft häufig nur mit so einem geringen Volumen, dass ich eine Lösung brauche, die das Volumen in den Patienten hineinbringt. Das ist die Trägerlösung. Die wird über einen Infusomaten normalerweise realisiert und das habe ich auf meinem Intensiv- oder meinem RTW normalerweise nicht dabei. Das heißt, da muss ich mir irgendwie Abhilfe schaffen. Und Abhilfe ist nicht, dass ich einfach so eine freitropfende Infusion nehme. Denn in dem Moment, wo die mal ganz kurz irgendwie abknickt oder doch nicht mehr so frei tropft oder unregelmäßig tropft, dann kriegt der Patient immer unregelmäßige Dosierung von dem Katecholamin und das ist schlecht. Das heißt, ich muss die Katecholamin-Dosierung, die ich vielleicht von der Intensivstation übergeben bekomme, eventuell auf meine Bedürfnisse anpassen. Das bedeutet, dass ich einen höheren Verdünnungsgrad nehme. Das heißt, statt einem sehr, sehr hochkonzentrierten Noradrenalin, nehme ich ein weniger konzentriertes Noradrenalin. Das bedeutet, dass ich bei der gleichen Dosierung einfach eine höhere Flussrate habe. Und dann brauche ich die Trägerlösung unter Umständen gar nicht, weil eben der Perfusor mit so viel Fluss läuft, dass ich das auf der Fahrt auch gut so machen kann. So, das ist das eine. Und das andere ist, dass ich natürlich auch darauf vorbereitet sein muss, dass vielleicht der Katecholamin-Perfusor trotzdem mal ausgeht oder der Patient aus irgendeinem Grund kritisch wird. Und dann sollte ich was für aus der Hand haben. Und dafür gibt es die Push-Dose-Pressors. Da verweise ich wieder auf unser Video. Die würde ich mir aber unbedingt vorbereiten, gerade bei sehr, sehr kritischen Patienten, dass ich einfach noch was habe, was ich hinterher schieben kann, wenn der Patient jetzt gerade einen Durchhänger hat mit dem Druck. Und zu allerletzt, das Katecholamin läuft ja über irgendeinen Zugang, meistens ist das ein ZVK hoffentlich, und der ZVK-Schenkel, über den das Katecholamin läuft, der ist heilig. An den darf nichts anderes ran. Denn wenn ich jetzt sage, okay, da spritze ich jetzt mal eben so
was weiß ich, ein bisschen Womix hinterher, damit der Patient nicht bricht oder was weiß ich, dann kriegt der Patient nicht nur das Womix, sondern er kriegt dann auch einen Bolus vom Katecholamin, das sich ja im Schenkel befindet. Das heißt, an den Katecholamin-Schenkel geht ihr nicht ran, der darf nicht abknicken, der ist einfach heilig. Punkt. Okay, guter Punkt. Wir haben zum Thema D, hast du ja schon ein bisschen was gesagt, Pressen sollte man vermeiden, einfach wissend, wie der Patient vorher war. Was ist noch wichtig zur Sedierung oder zur Narkose? Ja, zur Sedierung und Narkose ist halt ganz wichtig, optimalerweise sollte man etwas länger wirksame Medikamente verwenden. Es wird manchmal auf der Intensivstation mit ganz, ganz kurz wirksamen sedativer gearbeitet, zum Beispiel Remifentanyl, so als Opioid, das innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit eben nicht mehr im Patienten wirkt. Wenn jetzt einmal ganz kurz der Sedierungsschenkel abknickt, dann kann es eben bei kurzwirksamen Medikamenten sein, dass der Patient dann nicht mehr adäquat sediert ist. Das heißt, statt zum Beispiel Remifentanyl eher Sufentanyl oder Fentanyl nehmen oder eben ein Opiat, was etwas länger Wirkdauer hat. Und genauso ist es auch bei der restlichen Sedierung. Das ist in der Regel Propofol. Am besten irgendetwas nehmen, womit man sich im optimalen Fall auskennt oder was eben auch eine kürzere Strecke von abgeknickten Schenkeln übersteht. Dazu will ich mir genauso wie bei den Push-Dose-Pressers und bei den Katecholaminen auch noch irgendetwas zum Nachgeben aus der Hand vorbereiten. Und aus meiner Sicht ist da ziemlich gut zum Beispiel Midazolam geeignet. Das kennen wir alle aus dem Regelrettungsdienst. Und da kann man so mit 5 Milligramm als Bolus meistens ziemlich gut eine Sedierung nachschieben. Ne? So. Okay. Und als letztes, und da bin ich jetzt sehr gespannt, was willst du bei E machen? Willst du den nochmal komplett entkleiden, von allen Seiten ansehen und begutachten? Genau, auf jeden Fall. Always check the back. Nee, wir haben es ja schon mal in Teil 1 gesagt. Es ist extrem wichtig, dass ich alle Schläuche kenne, die in den Patienten rein und rausgehen. Die sollte ich mir nochmal anschauen. Und dazu zählen aber auch alle lebenswichtigen Schläuche, die in den Patienten rein und rausgehen. Die sollte ich mir sehr, sehr gut anschauen. Nämlich immer, wenn ich den Patienten irgendwie lagere, wenn irgendetwas am Patienten passiert, ob die abknicken. Das heißt, wenn ich jetzt den Patienten das Kopfteil hochmache, nochmal ein ganz kurzer Blick. Ist jetzt der Beatmungsschlauch vielleicht auf Zug geraten oder ist der ZVK vielleicht abgeknickt? Darauf einfach besonders gucken und auf die Schläuche natürlich besonders Acht geben. Und dann gibt es noch einen Zugang, das ist der arterielle Zugang. Auf den sollte man ein besonderes Auge haben. Warum? Weil der sollte von Unwissenden niemals und wirklich niemals als Medikamentenzugang verwendet werden. Das muss man so sagen. Und ehrlich gesagt, ich würde mir immer versuchen, wenn der Patient einen schlechten Venenstatus hat oder irgendwie ich mit Problemen bei den Zugängen rechne, dann würde ich mir irgendein Sicherheitskonzept überlegen. Und das kann im schlimmsten Fall auch bei einem Intensivpatienten natürlich der Intraossea-Zugang sein. Aber am optimalsten ist, wenn man einfach gar kein Zugangsproblem hat. Das heißt, einfach auf die Schläuche gucken. Okay, Philipp, das war ja jetzt schon A bis E. Das gefällt mir sehr gut. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. A, Atemweg. Wir müssen uns überlegen, wie sicher ist er überhaupt? Müssen wir ihn vielleicht doch noch vorher sichern? Oder wenn er gesichert ist, wie schwierig war er mal? Auf was müssen wir uns einstellen, wenn sich da was verschlechtert? Und dann denken, dass die Tubusfixierung auf Intensivstationen nicht immer ausreichend ist für die Fixierung am Transport. Bei B, das beste Beatmungsgerät und auf Probleme vorbereitet sein und überlegen, ob man jetzt komplexes Weaning wirklich auf dem Transport machen möchte, an Sauerstoff denken, ob das ausreichend ist. Bei C, Hinweis aufs Perfusorenvideo, Push-Dose-Pressers und dran denken, dass das mit der Trägerlösung ein Problem ist, gerade bei höher konzentrierten Katecholaminen. Bei D, dran denken, dass die Sedierung wichtig ist, vielleicht eher langwirksame Medikamente wählen, wenn diese Option überhaupt zur Verfügung steht. Und dran denken, dass Menschen, die tiefer weniger tief sediert sind, manchmal pressen können. Da braucht man manchmal einen Bolus oder muss zumindest wissen, womit man sich
auseinandersetzt und bei E einfach wissen, was geht in den Patienten rein und was geht in den raus, auf diese ganzen Zugänge aufpassen, niemals was in den Katecholaminschenkel reinspritzen und niemals was in den arteriellen, also in eine Arterie reinspritzen und dann sieht es schon mal ganz safe aus. Philipp, noch irgendwelche letzten Worte? Friede sei mit euch. Okay. In diesem Sinne, ich hoffe, unser zweites Video zum Thema Intensivtransport hat euch gefallen, genau. Ja, wir wünschen euch viel Erfolg, bleibt gesund, schreibt uns eure Meinung, Kommentare und so weiter. Wir sind auch sehr gespannt, was die Profis dazu sagen, also die, die täglich ITW fahren oder ITH fliegen. Habt ihr auch solche Konzepte? Wie sind die von euch? Gibt es da irgendwelche SOPs? Wir sind gespannt und freuen uns auf alles Feedback, das da kommen möge. Philipp, dir vielen Dank, euch da draußen auch und bis nächstes Mal beim Nerd von Medizin. Ciao. Bis bald.